Was für eine Kulisse zum Start der Deutschlandtour. Weimar Kultur pur und Sport pur mit Simon Geschke und vielen großen Namen bei diesem Auftakt der Deutschlandtour 2022. Dieser Prolog ist nur 2,6 Kilometer lang. Keine großen technischen Herausforderungen und ein junger Deutscher übernimmt die Führung. Er heißt Henry Uhlig aus Regensburg. Er fährt für das Team Alpecin de Koenig. Aber es folgen große Namen. Wie Greg van Avermaet, der Olympiasieger von 2016. Er übernimmt nun die Führung. Abschied vom Hot Seat. Die jungen Deutschen sind stark drauf, so wie Kim Heiduk. 3 Minuten und 2 Sekunden, the best time for Heiduk of Team Ineos Grenadiers. Lange bleibt er vorne, aber dann kommt sein Teamkollege Adam Yates, einer der großen, prominenten Namen. Und der übernimmt die Führung im Ziel am Europaplatz. Kurz danach, der Niederländer Olaf Koy, Bestzeit bei der Zwischenzeit und dann dieser Sturz. And Olaf Koy crosses the finish line in 4 minutes 19, 4 minutes 19. Olaf Koy, who crashed, but Olaf Koy, who is for the moment the best climber. Koy würde in das Bergtrikot fahren, aber es folgen noch starke. Bauke Mollema übernimmt die Bestzeit. Tour de France Etappensieger in der Vergangenheit aus den Niederlanden. Für ihn heißt es warten auf die Allerbesten in dieser Traumkulisse. Filippo Ganna, zweimal Weltmeister im Zeitfahren aus Italien 2020 und 2021. Und Yves Lampaert, der Mann, der bei der Tour de France 2022 das Auftaktzeitfahren gewann. Es geht um Sekunden. Olympiasieger auch auf der Bahn. Neue Bestzeit. And at the finish with a new best time. Filippo Ganna, Ineos Grenadiers, 2 minutes 56. Lampaert folgt, aber es reicht nur zu Platz 3. Zwischenzeitlich. Denn einer ist noch auf der Strecke. Der Vorjahressieger Nils Polit mit einem überragenden Auftritt. Rang 3. Ein großer Name, ein würdiger Sieger, Filippo Ganna, gewinnt und das auf einem schwierigen Rad, einem normalen Straßenrad. Das war schwierig für mich. Nicht ganz normal eben, nicht mit einem Zeitfahrrad hier zu starten. Aber wir haben das Beste versucht und auch draus gemacht. Ja, jetzt wird es schwierig, die nächsten 4 Tage auf schwierigem Terrain mit Anstieg. Aber wir haben ein gutes, junges Team. Wir hoffen, das Beste rauszuholen. Filippo Ganna, der erste Träger des roten Trikots bei der Deutschlandtour 2022. Morgen geht es weiter von Weimar nach Meiningen. Über 171 Kilometer.